muss ja immer so lachen, ne? Die Rocklady, die hat immer zu mir gesagt, ne? Ah, du sagst jedes Mal, wenn er dann runterzählt, wenn wir die Aufnahme starten, dann sagst du immer noch was danach. Und sie selber macht das auch. Dann macht sie 3, 2, 1, los. Und ich warte mal, bis sie das gesagt hat. Und ich sag immer 3, 2, 1 und sag nichts mehr. Naja, das ist, naja. Ihr wisst Bescheid. So, wir gehen jetzt nochmal nach oben. Nach oben drüben. Muss euch das ja nicht erklären. Und dann gucken wir mal so ein bisschen nach dem Adler. Ich doof, hab nämlich vorhin, wo wir da oben waren, nach dem Adler gesucht. Aber das machen wir jetzt einfach mal, weil entweder ist der hier, dann müssen wir von der anderen Seite hier an dem Werk gucken. Das kann natürlich auch sein. Also das Dumme ist, dass wir nicht ganz oben auf dem Dach kommen. Das ist doof. Ja, eben. Ich sag ja, wenn der hier ist, dann müssen wir von der anderen Seite irgendwie... Das wird schwierig. Aber wir gucken. Aber haben wir einen, finden wir... Vielleicht finden wir den ja. Genau. So, warte mal. Wie fangen wir denn mal an? Also ich guck mal von hier. Ne, da komme ich ja gar nicht ran. Scheiße, kann schon vergessen. Also von hier sehe ich nichts. Also kann hier schon mal keiner sein. Ja, ich glaube, hier werden wir nichts finden. Ihr seht selber, ich gucke hier schon mal den Bereich ab. Ich guck mal hier. Ich glaube, Herr Hoxen hat mehr Glück. Schade, dass wir da nicht raufkommen. So. Ja, das wird jetzt natürlich eine Suche, die nicht einfach wird. Also, man kann auch nicht richtig was sehen, das ist das Problem. Wir haben da, glaube ich, irgendwie ein bisschen was verpennt. Nein, wir haben nichts verpennt. Alles gut, Herr Hoxen. Nee, da ist nicht alles gut. Also ich finde hier nichts. Das ist wieder typisch, er gibt immer so schnell auf, ne? Hm. Ja, natürlich. Ich finde hier nichts. Ja, ja, ich weiß. Ist ja meistens ihre Sache. Ganz genau. So, ich schau mal, ich schau einfach mit euch mal, ihr guckt bei ihr zu, was sie da... Oh, ich habe einen Fertigkeitenpunkt bekommen. Mhm. Den will ich doch glatt mal einsetzen, ne? Wir haben ja auch einen Aufstich gekriegt. Was nehmen wir? Körper? Nehmen wir Körper? Aber da brauche ich ja zwei. Genau, da brauche ich ja zwei. Man braucht ja zwei Fertigkeitenpunkte, um die nächste Stufe zu erreichen. Das stimmt allerdings. Also kann ich damit nichts anfangen, also kann ich ja nur noch hier offen machen. Ja, komm, ist egal. Machen wir hier. Ausrüstung. Mehr Fallen tragen. Ich nehme mal mehr Sprengstoff. Ganz schön knifflig. Aber wir beide, wir gucken mal auf die Sache, die wir jetzt noch machen müssen. Also, der nächste zerstöre den Ofen. Aber wir können auch erstmal das Stahlwerk zerstören. Das wäre nämlich dann eigentlich der nächste Punkt. Verstehen Sie? Mhm. Und zwar der blaue, das optionale Ziel. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir das von, dass hier auf jeden Fall ein Adler in irgendeiner Nische ist. Oh, guck mal, wie geil hier diese Verschweißung. Ey, das ist so mal, ich habe mal das markiert, das optionale Ziel. Gebiet ist da hinten. Suchen. Und da werden wir dann auch mal hingehen. Mhm. Aber ich möchte hier noch ein bisschen suchen. Ja, können sie ja machen, aber langweilen sie die Leute noch nicht. Was heißt denn, langweilen sie die Leute nicht? Ja, was soll denn das? So, ich gucke jetzt hier nochmal, weil hier habe ich vielleicht... Vielleicht sehe ich das ja hier besser. Ja, da, ja, von da oben sehe ich es ja gar nicht. Ja, 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 ja. Unser Schlitzau... ich meine, um Gottes Willen. Ich hab ihn. Was? Ich habe den ersten Adler gefunden. Tatsächlich. Ich fasse es nicht. Ich wusste es. Er findet den wieder zuerst. Okay, wir gucken mal auf der Karte, wo der ist. Huch. Aber ich weiß nicht, ob das der erste ist. Also, auf so einem großen Hochofen ist der. Schwierig. Schwierig. Muss ich mir gleich mal angucken, wie der da sitzt. Weil von hier aus sehe ich den leider nicht. Aber den könnte man von hier aus wegholen. Nee. Lass uns, dann machen wir zum Schluss. Guck mal weiter. Was ist, wenn der in so einer Halle hier drin ist? Das wäre natürlich auch gemein, ne, Leute? Hier unterm Dach oder so.
kann das ja hier, wo ich gerade hingucke, Leute, das seht ihr ja bei mir, ne? Das sieht aus wie im Duisburger, heißt der Landschaftspark, der abends richtig geil beleuchtet ist. Mhm. Das könnt ihr da sehen. Weil Duisburg war ja auch eine Stahlhöhle. Ne, Konvektoren heißen die, glaube ich, in der Umgangssprache. So, da geht man dann ganz nach oben, okay. Die Frage ist, ob das jetzt wirklich der erste Adler war, den ich da gesehen habe. Ja, wir werden die auf jeden Fall alle finden. Früher oder später. So, wo sind sie jetzt? Ich bin nicht weit weg von ihm. Wo soll ich sein? Über mir sind sie, ja. So, da hinten müssen wir hin, das habe ich ja gemacht. Und da oben ist der Adler, den gucken wir uns auch mal eben an. Da hat er ihn gefunden, tatsächlich. Krass. Sollen wir den jetzt schon wegmachen? Nein, oder so? Wir machen die Adler zum Schluss. Weil ich möchte also gerne, wie immer, wir machen immer alles wie immer zum Schluss. Ja, ich möchte auf jeden Fall, sag ich mal, den stehen lassen, damit ich hier sehen kann, vielleicht auf der Karte, wo man dann so sagen kann, ja, da der eine, da der andere, wenn die ein bisschen verteilt sind. Ich glaub, machen Sie mal keine Sorgen. Glaub nicht, dass die sind schon wieder ganz rausgegangen. Ich stehe hier draußen nur. Ja, da konnten sie auch nichts finden, wenn sie da draußen stehen. Ich war doch ganz oben, Herr Stöckel. Ja, aber ganz oben hast du es auch nicht gefunden, da war ich ja nicht. Ach, ist egal. Frauenlogik. Kleiner Mecker. Leute, Frauenlogik. Frauenlogik. So, da hinten ist einer. Scheiße. Ja, markier den doch. Da schaffst du das wieder nicht. Zwar der Samuel Noel, der möchte nach dem Krieg in Amerika leben, wollte schon immer mal Montana sehen. Da ist noch einer. Und zwar der Werner Hafner, der lebt in ständiger Angst vor Sabotage. Der beobachtet die Fabrikarbeiter mit Argusaugen. Deswegen gehen wir beide jetzt da in das Gebäude da hinten rein. Was halten denn da? Finde ich eine gute Idee. Aber ich gehe nicht hier runter, weil dann sieht man uns. Hier da hinten runter. Ja. Hier, den können Sie sich mal ein bisschen durchschnubbeln hier, wenn Sie das nicht. Den hatte ich doch schon, glaube ich. Achso. Da waren wir schon drin. In das Gebäude da? Mhm. Aber da möchte ich nicht. Ich möchte erst die äußeren. Wie die äußeren? Ja, erstmal so die hinteren. Nicht in der Mitte sofort anfangen. Ja, wir müssen den Lautsprecher hier kaputt machen. Ach, eigentlich auch nicht. Alarm ist ja kaputt. Der ist doch schon kaputt, die Pups. Na gut. Also hier nicht rein in das Gebäude. Nein, er noch nicht. Später. Aber das ist ein äußeres Gebäude. Nein, das ist kein äußeres Gebäude. Warten Sie, ich gucke auch nochmal auf. Äußere Gebäude sind, ja, egal. Ich bin jetzt hier. Was haben Sie jetzt markiert? Nach hinten das Gebäude, wo der Adler ist, ne? Ach, das haben Sie. Wir müssen, ja, müssen vorher wir ja noch das linke da machen, ne? Wenn Sie auf die Karte schauen, dann sehen Sie die Optional, zerstöre das Stahlwerk. Und das ist ein optionales Ziel. Und das machen wir zuerst, weil das nämlich vor dem anderen liegt. Ja gut, dann gehen wir da jetzt rein. Nur mal so nebenbei. Gut. So, wir gehen jetzt ganz leise da rein. Weil das werden nämlich wahrscheinlich auch noch welche sein. Gehe ich auch mal von aus. Wir können uns aber erstmal hier die Leute durchsuchen, die wir hier weggemacht haben. Ich weiß nicht, ob da nicht noch welche rumrennen. Leute, das ist so detailgetreu. Das What to do next? Hör Stimmen. Kommt aus dem Gebäude, wo du bist. Ich höre sie aber nicht. Ja, aber du siehst halt auf der Karte, oder? Dass es weiß angezeigt wird. Also. Wenn sie Angst haben, ne, sitzen sie irgendwo hin und seien sie mucksmäuschenstill. Ich habe ein Problem. Sie haben immer ein Problem. Ich habe. Oh. Was haben Sie denn? Na gut, ich bin
geglitscht. Ich bin hier in einem schönen Gebäude. Boah, guckt euch wo ich das die Kiste an. Aufmache. Ich knacke ein Schloss. Sieht einfach nur mega fett aus. Haben sie jetzt im Spiegel geguckt? Das sieht einfach nur total stark aus. Aber hier unter mir muss einer sein oder über mir. Über mir geht nicht. Oder da oben. Kommen Sie mal her. Ich guck mal für Sie. Bewegen Sie sich nicht weg. Bleiben Sie ganz ruhig. Ich schau für Sie mal. Damit Sie keine Angst haben Ach müssen. Gott, jetzt können Sie mal bitte auf. Sie kennen mich ja. Ich guck dann immer für Sie, damit Ihnen nichts passiert. Sie keine Angst haben müssen. Jetzt guckt euch das an. Da werden die Rohre transportiert. Zum Glück ist der Dienstmann vorbei. Wir gucken mal da kurz rein. Hier redet einer. Ja, da ist auch jemand. Habe ich gerade markiert? Er hat den Schlüssel zum Kran-Bedienraum, der Typ. Mhm. Ist ein Wissenschaftler. Der Hans Reichert hat im Nordafrika-Korps gedient und war in Nordafrika im Einsatz. Mhm. Will nie wieder Sand sehen. Wenn du dir den schnappst, der hat den Schlüssel. Wenn du den Kran über die Fertigungsstraße sabotierst, bring sie. So, und dann der den Schlüssel hat, können wir das leise machen. Der ist hinten an dem LKW, ne? Aber es sind zwei, ne? Miri, ich habe den markiert, der hat ein kleines Sternchen an seinem Ding. Der ist im Gebäude, da wo du bist. Weiß nicht, wo du guckst. LKW, was für ein LKW? Den sehe ich gerade nicht. Ach, da. Da ist das Sternchen, okay. Die macht mich fertig. Jetzt ohne Witz. Ist auf der anderen Seite. Aber warum ist sie so unaufmerksam? Der ist auf der anderen. Und die geht schon. Leute, seht ihr das? Die geht schon wieder alleine weiter. Ich gehe. Du hast gesagt. Gleich jammert sie. Du hast gesagt, du willst den Arm mit dem Sternchen. Jetzt muss ich erstmal zu dem. Gleich jammert sie einen die Ohren voll. Salam, Salam. Moment, ich habe nicht den Alarm ausgelöst. Ich habe auch keinen Alarm ausgelöst. Da ist einer. Vorsicht. Wo denn? Ich markier den doch. Ich bin doch unten. Das ist ein Ingenieur, der Ruprecht. Oh, Vorsicht, der kommt. Das ist das, was ich gesagt habe. Den hole ich mir leise. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn so ein Ding kriegen. Ich bin im Kontrollraum. Wenn du jetzt schießt, ne? Mhm. Dann kann es sein, dass man das mitkriegt, ne? Haben sie das mitgekriegt? Ja, da war gerade ganz kurz, war da was. Verstanden. Okay, hier oben müssten noch mehr sein. Und der mit deinem Sternchen, der ist auch noch hier oben irgendwo. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das sieht so viel aktualisiert. So, da ist schon mal die Kransteuerung. Und der Typ mit dem Ding hat den Schlüssel dafür. Mhm. Nur mal so nebenbei. Ah, oh, Leute, ey, habe ich euch schon mal gesagt, dass ich so einen alten Bürostuhl habe, wo mir der Arsch wehtut? Mir tut der Arsch weh. Wer redet denn hier? Seit wann das denn? Ich dachte, man hätte ihn über den Kanal abgeschossen. Wo sind die denn, die da reden? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja auf der anderen Seite. Ne? Ah, hier unten rennt einer rum. Ach, der mit dem Schlüssel. Den könnte ich jetzt mit dem Schuss erledigen. Das würde ich an deiner Stelle mal lieber lassen. Weil... Dann sieht der dich da oben drüber. Der da. Oh. Der Konrad Heiden. Den hol ich mir. War den mal Rommels Fahrer jetzt, wenn du nichts dagegen hast. Und hört nicht auf, davon zu erzählen. Wenn du das möchtest, dann tu das bitte. Ich kann dir nur eins sagen, sei vorsichtig. Okay, du hast ihn? Mhm. Gut.
Ich versuche jetzt mal hier unten irgendwo was. Muss da irgendwie runter. Ich kann ihn erledigen mit dem Schlüssel. Da ist noch ein weißer Punkt. Erledigt. Hast du den Schlüssel? Noch nicht, ich gehe runter. Hast du den angeschossen? Der liegt da. Kopfschuss. Ach so, habe ich vielleicht eine falsche Munition genommen? Kann ich dir leider nicht sagen, die falsche Munition. Ich guck mal. Oh, 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 ich habe jemand. Okay. Nicht bewegen. Ich? Du sollst dich nicht bewegen, richtig. Ich habe einen Ingenieur, Joachim Löwe, hofft, dass die gute Behandlung der Fabrikarbeiter durch ihn zu seinen Gunsten gewertet wird, wenn Deutschland in den Krieg gerät. So, ich habe den Schlüssel. Nichts machen, ich muss die... Ja, ich habe doch nur den Schlüssel geholt. Ja, dann warte doch mal einen Moment. Hol mir den eben weg. Wow. Oh, der ist aber definitiv tot. Also ich habe den Kranschlüssel. Ja, das ist gut. Aber wir müssen erstmal, bevor wir was machen, die ganzen Gegner wegmachen. Mhm. Weil ich werde den mal eben wegbringen. Mhm. Da ist eine... Komm mal eben her da zu mir. Da war ich doch gerade. Ja, hier ist doch eine Kiste. Macht euch das an, das Walzwerk hier. Mach doch mal die Kiste auf. Hey, guck, vielleicht kann ich den ja da reinschmeißen. Das Walzwerk. Irre. Die Waldstraße hier, ey. Puh. Wo ist eine Kiste? Oh gut. Hat sie erledigt. Boah. Das ist so unfassbar geil. Hier wird er natürlich richtig heiß. Guckt euch das an. Hier wird der Stahl. Wahnsinn. Wahnsinn. Unfassbar. Ich bin einfach nur begeistert. Boah, Alter. Und hier tropft das Wasser runter. Wie in echt, ey. Wir kommen immer näher zu den Gegnern. Ich bin bei ihnen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich lauf gerade die Waldstraße lang. Mhm. Ich bin hinter ihnen. Okay, das ist jetzt da. Also hier könnte man normalerweise gar nicht stehen bei der Hitze. Wow. Nee, eigentlich nicht. Also ohne Dings kannte man das nicht. So, da ist das nächste Ziel. Wir müssen jetzt hier das Ding machen. Ja, warten Sie mal. Da draußen sind aber noch zwei Gegner. Wo? Draußen. Ach, hier draußen. Genau gegenüber, ne? Dann holen wir uns die erstmal weg. Ja, hier sind die Lüftungen, ne? Oder nee, weil, wofür ist das? Also eigentlich kannst du hier gar nicht rüberlaufen. Ja, warte mal. Vielleicht können wir von oben da durchschießen. Ich guck mal. Ja, ich sehe mehrere Gegner. Nicht sehr angenehm hier gerade. Guck mal, welche reinschmeißen. Da hinten rennt einer. Und ach du Scheiße, der rennt direkt vor der Tür. Der rennt direkt hier vor der Tür vorbei. Warte mal, ich habe eine Idee. Miri, du bist in einem anderen Gebiet. Kümmert sich jetzt um Sachen. Ach du Scheiße. Ja, super, du wurdest gesehen. Ja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Nicht ich wurde gesehen, du wurdest gesehen da oben. Ja, macht doch nichts, ist doch nicht schlimm. Der weiß doch gar nicht, wo ich bin. Der weiß nicht, wo ich bin und der weiß nicht, wer ich bin. Ach, hier kommt noch einer. Ach, zwei sofort. Ja, guck mal an. Ja, das ist doch super. Da freue ich mich. Okay. Der hat eine Granate geschmissen, das Schwein. Oh. Kannst du auch mal locker bleiben, oder was? Ich hab nur gedacht, wenn jetzt die Granate hochgeht, dann... Ja.
Das habe ich befürchtet. Jetzt ist nämlich hier Action. Was hast du denn? Ja, dann hau doch da ab. Ich weiß gar nicht, was du da zu suchen hast. Ja, die beiden haben das noch nicht mitgekriegt. Aber hier ist alles rot hier hinter mir. Ja, dann hau doch ab. Warte, die Kundschaften. Oh, mich sieht noch einer. Das ist mein Problem. Ach, die Waldstraße. Ah, das ist so irre. Guckt euch das an. Irre. Und down. Aber trotzdem ist hier noch alles rot. Bei mir ist alles okay. Ja. Alle erledigt. Ja, jetzt werden sie gelb. Ich habe die hier alle erledigt. Das, was ich machen musste, habe ich erledigt. Drei Mann. Er hier wieder, weißt du? Ja, ich habe das ja auch drauf. Ich kann das nicht. Oh, du dahin. Räum mal eben ein bisschen auf hier. Was ich kaputt, was ich dreckig gemacht habe, räum ich auf. Mich sieht einer? Aha. Okay, dann muss ich den halt töten. Was denn mit ihrem sneaky Gameplay, hm? Jetzt aber sind das sie ist alle rot. Gameplay? Toll, jetzt kommt der Offizier auch hier rein. Toll, super gemacht, Herr Stöckel. Oder du bist, ich erledige alle ganz alleine und du bist nämlich am Arsch der Welt. Scheiße! Hab die falsche Knarre hier. Ja, du hast immer die falsche Knarre. Wieso hab ich denn... Ah, mach dir mal keine Sorgen. Ich mach das schon für dich. Ich hab die falsche Waffe hier. Mir vor wie bei Call of Duty hier gerade. Ich habe gar kein Gewehr mehr. Doch, jetzt. Ah. So, wo ist der Offizier? Hast du den? Ja, 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 alle, die sind alle schon weg. Okay. Da kommt wieder jemand. Ganz ruhig bleiben. Ich sehe ihn. Nee, ich sehe ihn doch nicht. Naja, komm. Er kommt von draußen rein, ne? Euch, was kommt von draußen rein? Hollahi. Hollahi. Hollaho. So, Leute, wenn wir jetzt einsammeln, dann seht ihr aber gleich. Also, macht's gut. Tschüss.